Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. Ja, wir sind immer noch in der fünften, nee, halt sechsten Mission mittlerweile. Unserer ersten Siegpunktmission gegen Drakorian. Haben einen Sektor erobert und bereiten gerade die Wurst und die Händlergilde vor. Um den Werwolf zu beliefern und uns seinen Siegpunkt abzustauben. Währenddessen haben wir Glück, dass Drakoria noch rumeidelt. Und ja, bald müssen wir halt anfangen, auch eine Waffenschmiede zu betreiben. Das sagt so unser Einkommen und alles, sieht alles noch ganz gut aus. Also ja, wir haben hier eine Münzprägerei, die uns Gold produziert. Wir haben jetzt hoffentlich eine ordentliche Weizenproduktion. Ja, haben wir. Wir haben eine Getreidescheune, dessen Arbeitsbereich nicht erreichbar ist. Finde ich interessant. Also ja, Weizen kommt rein, dass wir uns auch demnächst um Brauer kümmern können. Die wollte ich dann dahin platzieren, ja. So, unsere Händlergilde ist fertig. Das heißt, ich kann einen Händler wenigstens ausbilden, der dann sich um darum kümmert, dass die Wurst zum Werwolf kommt. Okay, Drakorian fängt jetzt langsam an loszulegen. Der Sektor hier ist zum Glück befestigt, also kommt er nicht so weit. So, wir haben einen Händler, das heißt, wir können jetzt die Lieferung für den Werwolf-Start klar machen. So, da kommt die Wurst. So, dann brauchen wir noch ein Wohnhaus. Hier, an den wir den Waffenschmied anschließen. Weil in der Kaserne können wir auf jeden Fall kostengünstiger Einheiten produzieren als in der Taverne. Wie man sehen kann, ein Pikinier kostet hier nur ein Schwert und eine Goldmünze. Ein Musketier kostet also eine Waffe. Okay, Drakorian hat den Imperator-Siegpunkt, aber viel mehr wird er jetzt auch nicht kriegen. Fürs Erste. Wir fangen jetzt mit Brauereien an. Und ja, ich wollte eigentlich einen Brunnen hier an die Ecke noch bauen.
So, denn ich hätte gerne nämlich in meiner Armee 10 Musketiere. So, da habe ich den Siegpunkt mir von Drakorian eingeheimst. Mir vom Werwolf eingeheimst. So, da richtig Übungsblitze hier. Weil was hätten wir gern als erstes? Ja, den Hausausbau. Und den Befestigungsausbau, das wären zwei gar nicht mal so schlechte. So, und die ersten Musketiere werden schon ausgebildet. So, hier bauen wir auch noch ein bisschen an. Schalten erstmal das hier frei. Die sind, glaube ich, noch gesperrt. Müssen wir mal gucken. Aber ja, die hier auf jeden Fall und hier oben die zwei. Das Waldroden brauchen wir nicht unbedingt. Was wir immer noch nicht haben, leider, ist ein Förster. Wir kriegen aber Bier. Langsam rein. Und wir könnten theoretisch die Ringe, die wir gerade haben, verkaufen, um etwas mehr Geld daraus zu machen. Ja, und auf kurz und lange Sicht werden wir hier oben auch noch eine kleine Schafsproduktion erstellen. Damit wir an Wollklamotten kommen. Aber als nächstes will ich gern den Sektor hier einnehmen. Wir müssen gucken, dass wir Drakorian, was diesen Sektor hier angeht, schlagen. Also eins. Das ist der dritte Sektor. Das wäre der vierte. Oh, Drakorian hat den Sonnenkönig gewonnen, weil er 5 Prestige bereits hat. Was er uns noch wegnehmen kann, ist... Ne, den Feldmarschall gerade nicht. Wenn er noch den speziellen Sektor erobert, was schwierig sein dürfte. Ja, wir müssen gucken, dass wir unsere Armee ausheben und die neutralen Sektoren erobern. Okay, als erstes erforsche ich Verzierung. So können wir Drakorian, glaube ich, fast schon um den Sonnenkönig bringen. Also, Verzierung und Drill sind so die ersten beiden, die ich gern hätte. So, das heißt, hier hinten noch ein Bauernhofchen. Mit einem gehobenen Wohnhaus. Und einem
normalen Wohnhaus. Und am besten einem eigenen Lagerhaus. So. Und ja, jetzt geht gerade nichts mehr. Also werde ich den Sektor jetzt einfach mal erobern hier. Drakorian holt sich jetzt seinen vierten Sektor. Ich hole mir jetzt gerade erst meinen dritten. Und ja, eigentlich wäre auch der Geologe langsam wichtig. Wir haben nämlich nur diesen Sektor mit... Oh ja, der da hätte auch noch Kohle. Gut. So, jetzt sind die Fernkämpfer im Nahkampf. So, Prestigestufe ist erreicht. Als nächstes das hier. Und... Oh, wir könnten die Kaserne schon verbessern. Ich hätte aber jetzt erstmal gern den Geologen. So, dann können wir nämlich eine Goldmine und eine Kohlemine, wie es geplant war, auf Geologen umschalten. Sobald das erobert ist, nehmen wir auch Drakorian wieder den Punkt weg. So, noch ein Brunnen hier daneben. So, und da kommt als nächstes der Wohnhausausbau. Glückwunsch. Ihr habt euren zweiten Siegpunkt erzielt. Eure Präsenz in dieser Region wird für Drakorian gefährlich. Hoffen wir doch, das ist ja unser Ziel. Jetzt kenne ich den wahren Grund eures Schlachtzuges. Verschont mich bitte mit euren Lügen. Euer Vater verspricht euch die Krone. Allein deshalb seid ihr hier. Und wenn es so wäre, stünde dies im Widerspruch, Tandrien zu befreien? Durchaus. Wenn man euren Vater kennt. Lasst ihn da raus. Tandrien ist allein meine Angelegenheit. Ja, schönes Wunschdenken. So, zwei neue Musketiere. Für die wir dann erstmal Kohle bräuchten. Nehmen wir am besten die Belohnung, die uns Kohle gibt. So, wir haben noch zwei Prestigepunkte.
Also ja, jetzt läuft eigentlich alles ganz okay. Na, ob wir den Feldmarschall zusammenkriegen, ist eine andere Geschichte. Aber Sektoren kriegen wir auf jeden Fall erobert. Gut, für den Feldmarschall bräuchten wir jetzt noch 2 Einheiten. Dann hätten wir schon das erreicht. Wären schon dabei zu gewinnen.